Oje, das ist ja mal 1A Beleuchtung hier. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jahresrückblick auf meine 15 Lieblingslieder. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind meine Haare wohl etwas länger geworden, so als ob statt ein paar Tagen vielleicht auch ein paar Monate vergangen wären, vielleicht auch ein ganzes Jahr. Wie es dazu gekommen ist, erkläre ich euch ein andermal. Die Top 15 Liste könnt ihr wie auch alle anderen Listen, die ich in den Jahren zuvor gemacht habe, unten in der Videobeschreibung finden. Da sind die Spotify-Links zu den Playlists verlinkt. Da ist auch nochmal die ganze Liste aufgeführt, welche Lieder jetzt in dieser Liste vorkommen werden. Die Liste beginnt mit New Rules von Dua Lipa, was vor einem halben Jahr von Loki in Dauerschleife auf unserem Discord-Channel gesungen wurde. Deswegen habe ich mir das dann nach einer Weile auch mal angehört und es hat mich tatsächlich ziemlich mitgerissen. Und immer wenn der Anfang kommt, bin ich dann schon ziemlich mit dabei. Und da gibt es viele coole Stellen und Dua Lipa hat eine ziemlich tolle Stimme. Weiter geht's mit dem ersten K-Pop-Lied auf der Liste und zwar Playing With Fire von Blackpink. Seitdem ich sie letztes Jahr auch schon in meiner Liste hatte, mit Whistle war es glaube ich, ist Playing With Fire auch ein Lied gewesen, was ich sehr oft gehört habe und wozu die Choreo auch ziemlich cool ist. Als nächstes folgt Chained to the Rhythm von Katy Perry, was in der damaligen Zeit, wo es rauskam, eine ziemlich coole Bedeutung hatte, die es rübergebracht hat und die gleichzeitig auch so ein Vibe mit in dem Lied hat mitschwingen lassen, dass es nicht so fröhlich poppig ist, sondern auch so ein bisschen traurig klingt. Und das hat mich damals ziemlich interessiert und deswegen habe ich das Lied auch sehr oft gehört. Als nächstes folgt Round and Round von Heisei und Han Suji, glaube ich. Das Lied selber habe ich gar nicht so oft gehört, aber es entspringt aus einer Fernsehserie, die ich sehr gerne geschaut habe, und zwar Dokkaebi oder Guardian oder Goblin, je nachdem, wo man es geguckt hat. Das ist eine koreanische Serie mit einer Liebesgeschichte drin, die sehr berührend ist und teilweise auch ein bisschen langatmig, aber die Musik davon hat mich dann doch immer mal wieder mitgerissen, auch vielleicht, weil sie in jeder Folge immer wieder gespielt wurde. Als nächstes kommt Gemini Feet von Banks, was mich sehr berührt hat und was einen coolen Text hat und einen richtig so runtergeschraubten Vibe, so sehr simplistisch gehaltenes Lied. Aber da gibt es auch einige Liedstellen draus, die ich gerne immer mal wieder vor mich hingesungen habe und an die ich mich oft erinnert gefühlt habe. Als nächstes folgt Sober 2 Melodrama von Lorde. Dieses Lied hat mich, als das neue Album von Lorde rauskam, wieder voll in meinen Lorde-Hype zurückgebracht und mich ziemlich begeistert. Und gerade auch, als ich dann im Frühherbst in Köln auf dem Konzert von Lorde war, das war wirklich ein richtig tolles Erlebnis nach dem Sommer, der jetzt für mich eher so ein bisschen sich gezogen hat und nicht so cool war, was mich wieder so richtig zurück ins Leben geholt hat, weil sie einfach eine unglaublich coole Sängerin ist und das Lied sehr schön atmosphärisch ist. Als nächstes folgt Stay von Zed und Alessia Cara oder Cara, was ich im Frühling, als das rauskam, erst nicht so cool fand, aber dann, als ich mir den Vocoder beim Refrain nochmal angehört habe, fand ich es dann doch immer cooler, so mal für mal habe ich es lieber gehört und dann, als ich in Potsdam war bei meinem besten Freund Selo, da habe ich das dann irgendwie in Dauerschleife gehört, immer wenn ich mein Handy da hatte und mal für mich war, war ich so, oh, ich sollte dieses Lied mal wieder hören. Von daher hat mich das in der Zeit ziemlich geprägt. Als nächstes folgt Peekaboo von Red Velvet. Das Lied kam erst vor kurzem raus, vor 2 Monaten ungefähr oder so, aber für mich war das bis jetzt das allercoolste Comeback von Red Velvet. Das Lied ist nicht so Bubblegum-Pop-mäßig, sondern ein bisschen mysteriöser und das Musikvideo dazu erzählt auch eine ganz ulkige, mysteriöse Geschichte und der Tanz dazu ist feurig und voller Elan und das ist einfach was, was mich immer wieder mitgerissen hat und ein Lied, was ich momentan einfach ohne Punkt und Komma hören kann, ohne dass es mich nervt. In dieselbe Kategorie gehört auch Like UA von Twice, ein Lied, was ich Anfang dieses Jahres entdeckt habe und was ich bis zum Erbrechen gehört habe, wo ich nicht müde wurde, es immer und immer wieder zu hören. Ich bin auch dazu übergegangen, meiner halben Bekanntschaft diesen Choreo dazu beizubringen und alle dazu aufzufordern, sie mit mir zu tanzen, einfach weil das mir immer wieder gute Laune gebracht hat und ich darin sehr aufgegangen bin. Als nächstes folgt Hard Feelings, Loveless, das zweite Lied von Lorde auf dieser Liste, weil das Lorde-Album mich doch über das Jahr ziemlich stark begleitet hat und ich das deswegen nicht außen vor lassen wollte. Das Lied selber habe ich ganz lang gar nicht eingespeichert gehabt, aber als ich dann beim Konzert war und es da gespielt wurde, habe ich so gemerkt, was es eigentlich für eine krasse Atmosphäre hat, dieses Lied, und wie man sich da drin verlieren kann, auch weil es eigentlich 2 Lieder sind in einem und die ziemlich unterschiedlich sind, aber trotzdem beide so einen spielerischen Vibe haben, in dem man sich so ganz
fallen lassen kann. Als nächstes folgt Conscious von Brutes. Das Lied habe ich zum ersten Mal gehört, als ich mit Lissy und Jan im Frühling auf dem Toplow-Konzert war, auch in Köln, und die da als Vorband aufgetreten sind. Damals habe ich mir von Brutes, glaube ich, nur so 2-3 Lieder angehört und habe das da dann zum ersten Mal gehört, und es war eigentlich ziemlich cool. Die sind ziemlich cool aufgetreten, haben da ordentlich reingepfeffert, und das Lied habe ich mir danach eingespeichert und immer mal wieder gerne gehört. Als nächstes folgt Von Party zu Party von SXTN. Natürlich muss von SXTN auch wieder ein bisschen was rein, so ein bisschen assi muss meine Playlist ja bleiben. Ich habe mich ziemlich gefreut, als die mit einem neuen Album 2017 rauskamen, habe davon auch 4-5 Lieder ungefähr gehört, der Rest war nicht so unbedingt ganz meins, aber wenn man es nicht ernst nimmt, kann man dazu ziemlich gut abgehen. Als nächstes folgt The Great Shipwreck of Life von IMX, was nur eins von vielen Liedern ist, die von How to Get Away with Murder entnommen sind von mir, weil die Serie einfach einen unglaublich guten Soundtrack hat, der richtig gut zu der Stimmung der Serie passt, so ein bisschen drückend, aber trotzdem poppig, und da habe ich einfach sehr viel Musik in der Zeit davon gehört, und das war das Lied, was mich am meisten begeistert hat zu der Zeit. Als nächstes folgt A Million on My Soul von Alex Yen, was mir damals, ich glaube im Sommer ungefähr, von Lars empfohlen wurde, einem Studentenfreund, was ich danach einfach immer mal wieder gehört habe, und dieser starke Beat, der da drin vorkommt, der hat mich dann doch irgendwie zusammen in der Kombination mit der Stimme von Alex Yen doch überzeugt, ja. Als letztes folgt Quit von Ariana Grande, was ich finde, was auch ein guter Abschluss ist für diese Playlist, wenn man die sich in einem Schwung durchhört, was einfach auch wieder, ich wiederhole mich da jetzt auch wieder dieses Mal sehr, ein sehr atmosphärisches Lied ist, weil die Stimme von Ariana Grande da sehr stark vorkommt und sehr Fokus darauf gelegt wird und mich das wirklich begeistert hat. Also diese starke Stimme von Ariana Grande zusammen mit der zurückhaltenden Instrumentalbegleitung, das war wirklich was ich ziemlich cool fand, und deswegen habe ich das Lied im Sommer sehr häufig gehört. Das war's auch schon mit meinen 15 Lieblingsliedern für dieses Jahr. Ihr könnt die unten in der Videobeschreibung nochmal über Spotify nachverfolgen und durchhören. Die sind so aufgebaut, dass das in einem Schwung gut durchgeht und sich auch gut anhört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ich in nächster Zeit wieder die Möglichkeit habe, häufige Videos hochzuladen. Eventuell werde ich dabei nämlich auch unterstützt. Was es damit auf sich hat und welche Videos noch folgen werden, erzähle ich euch hoffentlich in einem weiteren Video, was noch folgen wird. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch in diesem Jahr, wo ich ja doch recht wenig 2017 hochgeladen habe, passiert ist, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich neben meinem Musik Year in Review auch noch so ein allgemeines Year in Review machen, was mir dieses Jahr so alles passiert ist und wie es mir ging und was nächstes Jahr noch kommen wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nächste Woche, vielleicht auch in einem Monat, vielleicht auch in einem Jahr. Inzwischen kann man da bei mir nicht mehr so gut drauf zählen. Und bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. One of those new horse-drawn open cars.